König Karlmann ist tot, ja. Und an seine Stelle treten jetzt hier die drei Söhne von ihm. Wobei man sagen muss, dass es eine Aufteilung gab. Also Prinz Arnulf hier erbt Bayern, Kernbayern. Und seine beiden Brüder halten die Königreiche Italien und Burgund. Die Macht ist allerdings sehr ungleich aufgeteilt. Bayern ist mit Abstand am stärksten und wird wahrscheinlich durch den Konflikt mit Böhmen, den Bayern jetzt hier bald für sich entscheiden wird, noch stärker werden. Und dann ist natürlich hier die große Frage, wie ist das Verhältnis dieser Brüder untereinander? Und man sieht auch so ein bisschen, dass hier der Prinz Arnulf so eine Extra-Rolle spielt, dem optischen nachzuurteilen, so ein bisschen. Seine beiden Brüder haben so einen Rotstich und er selbst ist der Blonde, der mächtige Bruder, und er gilt ja auch als sehr ehrgeizig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da irgendwie ruht und diese Teilung einfach so hinnimmt, sondern er möchte bestimmt jetzt Böhmen erobern und dann wird er sich eventuell seinen Brüdern widmen. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Kann sein, dass sie ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben und sie sich gegenseitig in Ruhe lassen. Aber schaut mal auch den Blick an dieser beiden äußeren Brüder da so untereinander. Ich denke, die wissen schon, was da auf sie lauert. So, und wir haben natürlich noch weitere Dinge zu tun, nämlich unser Herzog, wie geht's dem? Ja, sehr schlecht, der ist ja sehr stark erkrankt an der Schwindsucht und er ist immer noch nicht gesundet. Trotzdem bereitet er einen militärischen Schlag gegen Nordgau vor, weil das Mordkomplott gegen Herzog Ernst, seinen Rivalen, aufgeflogen ist. Ja, und da hat er jetzt natürlich die neuen Goldmittel aus der Silbermine genutzt und hat die Armee etwas aufgestockt. Und wir müssen natürlich auch noch diesen Anspruch in Nordgau durchsetzen. Vielleicht bekommen wir ja einen Anspruch noch für das gesamte Herzogtum. Das wäre natürlich hervorragend. Das muss dann aber auch erstmal bezahlt werden. Und wir sollten natürlich noch weitere Truppen rekrutieren. Aber wir schauen uns das alles nochmal im Spiel ganz genau an. Ja, und zwar hier noch einmal, dass man so ein bisschen die Aufteilung sieht. Wir können hier vielleicht mal nach Königreichstiteln sortieren. Und da sieht man hier ganz unscheinbar kleines Bayern, aber sehr mächtig. Wenn wir hier einmal drauf blicken, dass er hier 4800 Mann befehligt. Also der hat hier schon ein paar Truppen eingebüßt durch diese Teilung. Aber wenn wir jetzt einfach mal die anderen Königreiche hier nochmal kurz anblicken. 794 Truppen oder hier am allerschwächsten König Milo von Burgund mit 535 Truppen. Ja, und Böhmen, das wird hier wahrscheinlich bald fallen. Wir haben jetzt hier einen Kriegsstand, da gucken wir nochmal genau rein, von 72%. Und hier müssen natürlich endlich mal nicht weitere Schlachten gewonnen werden, sondern weitere Eroberungen getätigt werden. Also immer noch erbitterter Widerstand, obwohl die hier eigentlich schon völlig am Boden sind. Von den Truppen her gesehen, also nur noch ein Bruchteil überhaupt übrig. Wenn sie hier wieder zu Kräften kommen würden, ja, Böhmen und Verbündete, dann sieht man, dann wären die gar nicht so schwach mittlerweile, ja. Die könnten tatsächlich hier sich wehren mit 5577 Truppen, aber ja, nicht in der Situation. Sie haben halt jetzt über die Jahre, wie viele Jahre waren es denn jetzt, seit 4 Jahren Niederlage um Niederlage hinnehmen müssen und das wird wahrscheinlich auch nicht besser werden. So, das aber jetzt hier nur am Rande. Warum haben wir jetzt hier so eine Warnung, dass wir über der Domänenschwelle sind? Wir hatten voriges Mal, ich glaube, so einen kleinen Bug, mit dem wir so ein bisschen gekämpft haben. Und zwar war das so, dass wir hier mal ein bisschen umgestellt hatten auf Herrscher helfen und dann wieder zurück. Und dann war doch wieder alles okay. Wir schauen mal, ob das jetzt hilft. Ich lasse mal kurz wieder weiterlaufen. Jetzt kümmert sie sich hier generell um alles. Und jetzt gehen wir hier wieder auf die Domänenverwaltung. Und normalerweise müsste das jetzt hier wieder hochspringen, weil am Ende der letzten Folge war diese Meldung doch nicht da. Und es hat sich ja in der Zwischenzeit nicht allzu viel getan. Und daher schauen wir mal. Oder hat unser Herzog hier noch einmal Verwaltung eingebüßt? Er hat ja hier durch, er hat ja so einen ganz niedrigen Grundwert sowieso und hat dann aber hier auch noch weiter etwas eingebüßt, nämlich durch seine Schwindsucht und durch das Einsiedlertum. Oder ist irgendein Bonus weggegangen vielleicht mit der Zeit, den wir hier hatten? Wir schauen einfach mal, denn das wäre jetzt natürlich sehr ärgerlich. Guck mal, die Einnahmen sind hier auch sehr niedrig dadurch.
Wir gucken mal. Wir lassen jetzt mal wieder weiterlaufen, ob das hier nochmal hochspringt. Und es scheint hier zumindest nicht so zu sein, als ob sich hier das nochmal ändert. Ne? Wir warten mal noch den Wechsel vom nächsten Monat ab. Und ich möchte das jetzt nicht unbedingt auf einen Systemfehler hier schließen. Ich denke, er ist einfach in einer immer schlechteren Verfassung und eigentlich kaum noch in der Lage, durch seine Krankheit hier an der Verwaltung seines Reichs teilzuhaben. Und seine Frau allein ist da vielleicht auch ein bisschen überfordert. Oder es kann natürlich auch sein, dass sie ein bisschen was eingebüßt hat. Wir gucken noch mal rein, bevor wir uns hier diesem Brief von König Arnulf widmen. Guck mal hier rein in den Rat und schauen einmal auf den Status unserer Frau. Ja, und da haben wir das Problem schon vor der Nase. Vor der roten Nase. Sie ist zu einem Trunkenbold mutiert. Tuta hat zur Flasche gegriffen, um auf ihrem Grund nach etwas zu suchen. Ja, vielleicht ist sie sehr bekümmert darüber, kann ich mir gut vorstellen, dass es ihrem Mann, ihrem Ein und Alles, muss man ja sagen, nicht gut geht. Und dass sie sich unter Umständen bald von ihm verabschieden muss. Und hinzu kommt ja noch, dass sie die gesamte verwalterische Tätigkeit hier durchführt für ihren Mann. Also wahrscheinlich ist sie da sogar noch überfordert und dann natürlich hier im privaten Sinne noch äußerst betrübt, um es mal milde auszudrücken. Hier sieht man auch ihre Eigenschaften. Sie ist ja nachsichtig, ja. Das muss man bei so einem Ehemann auch sein. Ehrlich, schüchtern, ich würde sogar sagen mitfühlend, steht jetzt hier nicht mit dabei, aber kann ich mir vorstellen. Also tatsächlich kein Bug, sondern unsere Frau ist ein Trunkenbold. Und das bedeutet hier natürlich Verwaltung minus 2. Und was hat das für uns hier für Konsequenzen? Nämlich, dass wir hier eigentlich auf die ganzen Einnahmen, die wir hier durch Innsbruck erzielt haben, verzichten müssen. Wir waren ja hier bei über plus 6 Gold im Monat. Und jetzt sind wir hier wieder runtergebrochen auf plus 3,6. Ja, und das bedeutet für uns natürlich, die ganze Eroberungsgeschichte, der ganze Feldzug und so weiter, das rückt alles in weite Ferne. Es sei denn, wir könnten das hier ein bisschen regeln. Wir könnten natürlich eine Domäne abgeben und ich denke, das wird auch notwendig sein. Ja, also ich sehe uns hier bei Zeiten nicht gesunden, aber jetzt widmen wir uns erst einmal dem aktuellen König. Der meldet sich natürlich hier bei uns an meinen Vasallen. Als Herzog von Einfluss, und das sind wir ja, ist es nur angemessen, dass eure Stimme im Rahmen meines Rats gehört wird. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wofür er uns hier einsetzen möchte. In Anerkennung dieser Tatsache biete ich euch hier mit dem Posten als Ratsmarschall von Bayern an. Sehr interessant. Uns wurden ja bereits mehrere Posten angeboten in der Vergangenheit. Wir waren ja bereits Ratskanzler. Da sind wir allerdings höchst untalentiert. Dann wurde uns ja noch der Posten angeboten des Ratsspitzes. Da wären wir zwar talentiert genug, um das jetzt mal auszuführen. Aber Problem, es geht ihm halt nicht gut. Und er mag auch nicht dort an den Hof reisen und mag auch eigentlich aktuell niemanden sehen. Das ist allerdings jetzt hier eine Premiere als Ratsmarschall. Okay, das wäre aktuell sogar noch unsere Stärke, ja. Interessanterweise. Aber nein, nicht in seiner Verfassung. Er ist ja hier schon völlig überfordert mit seinem Reich und jetzt noch ein zusätzlicher, einflussreicher Posten. Das könnte ihm zwar insgesamt helfen, so, gibt ja nur Boni, aber wenn wir uns jetzt mal in ihn reinversetzen, dann wird er hier ablehnen. So, das heißt, jetzt das Problem hier mit den Besitztümern und Domänen. Wir haben ja ein paar Söhne, denen wir hier durchaus etwas abgeben könnten. Wie wäre es hier mit Meginhard oder Arnulf? Schauen wir doch einfach mal. Was wir nicht abgeben werden, ist natürlich hier Innsbruck. Ja. Aber, Moment, Alpsee haben wir schon abgegeben an Graf Udalschalk. Wie sieht es eigentlich bei dem aus? Hat der jetzt hier endlich mal eine Frau gefunden? Nein, immer noch nicht. Gibt es doch nicht. Aber wie ich schon einmal erwähnt hatte, da werden wir uns jetzt nicht mehr drum kümmern. Ja, auch nicht mehr in unserer Verfassung. Soll er selbst suchen?
Und er ist jetzt auch hier ein wichtiger Vasall von uns. Also der fordert jetzt hier sogar einen Ratsposten. Okay. Verständlich. So, also was geben wir ab? Ich denke, eindeutig sollte sein, dass wir hier nicht unsere Hauptstadt, unsere Hauptdomäne abgeben und da irgendwie ummodeln die ganze Geschichte, sondern entweder Kempten oder halt Burgau. So, wäre beides möglich. Und ich denke mal, die kleinere Grafschaft hier, die unbedeutendere, ist sicherlich Burgau. Das bedeutet, dass wir hier Burgau abgeben werden. So, und jetzt schauen wir einfach mal. Burgau habe ich jetzt hier ausgewählt. Herzogtum von Augsburg. Ja, ich möchte diese Grafschaft aber hier auswählen. Und die bitte abgeben. Und idealerweise an ihn. Aber ich weiß gar nicht, ob das hier möglich ist. In der Reihenfolge ist hier Albero sogar der Nächste, der das bekommen würde, aufgrund der Teilung. Ich würde aber gerne hier Arnulf das schon direkt vermachen. Geht das denn überhaupt? Wir können ja mal schauen, ob das geht. Burgau geht gar nicht. Laut Erbteilung kann euer Reichserbe Arnulf von Kempten keine Titel erhalten, die er nicht erben würde. Okay, das bedeutet aber hier für uns, dass wir wahrscheinlich hier Albero das Ganze geben können, oder? So müsste das jetzt eigentlich funktionieren. Dachte ich zumindest. So, und ja, jetzt können wir hier Burgau an ihn überreichen. Und er ist ja hier auch ein religiöser Eiferer, demütig und unersättlich. Gut, dann soll er sich hier mal drum kümmern. Er hat sich allerdings auch ein bisschen verschuldet, hier sehe ich gerade. Warum auch immer. Minus 5 Gold. Haben wir ihn mal erpresst? Ist ja keine Neuigkeit hier unter uns. In der Familie. Gut, dann werden wir hier den Titel vergeben. So machen wir das. Jetzt ist er hier einer unserer Vasallen geworden. Jetzt Graf Albero von Burgau. Er hat hier natürlich eine wichtige Funktion. Er hält jetzt hier diese Grenzgrafschaft zu unserem Rivalen. So, und jetzt sehen wir, dass wir zwar hier einmal diese Einnahmen aus der Grafschaft nicht mehr haben, aber dadurch, dass wir diesen Malus jetzt hier losgeworden sind, haben wir jetzt zumindest mal wieder Einnahmen von plus 4,4. Also gar nicht so schlimm. So, aber was sich jetzt hier geändert hat, ist wohl, dass wir Kriegsfolgeregimenter stationieren können oder müssen. Und dadurch, dass wir das hier persönlich nicht mehr halten, sind wohl unsere Bogenkämpfer nicht mehr dort stationiert. Also wir gucken mal. Jetzt markiert es das hier für uns. Ja, ich kenne mich da schon aus. Das heißt, wir werden das hier einfach mal ändern. Oh, und wir können hier noch Bande ändern. Das ist natürlich auch noch interessant. Das wird gleich noch relevant werden. Gut, also diese hier sind nicht stationiert. Wir wählen jetzt einen anderen Ort aus. Wählen hier mal Kempten dafür aus. Wunderbar. Das passt ganz gut. Und jetzt schauen wir uns mal hier die Bande an. So, in einem Bündnis müssten wir sogar noch miteinander aushandeln. Okay. Und wir haben hier ein Druckmittel. Das heißt, wir könnten zumindest uns so handhaben, wie das eigentlich mit unseren Kindern hier höhere Steuern fordern und dieses Druckmittel hier einsetzen und dann ist das auch so in Ordnung. Dürfte jetzt nicht allzu viel ausmachen, aber das passt doch sehr hier zu unserem Herzog. Dann werden wir diese Vasallenbande hier so ändern. Das passt ihm natürlich hier überhaupt gar nicht, aber das ist unserem Herzog egal. Vasallenbande ändern, jawohl. Und jetzt gucken wir mal, werden wir hier dieses Bündnis noch aushandeln? Ja, eigentlich schon, oder? Das ist hier unser Sohn. Wir würden aber hier tatsächlich einen geistigen Zusammenbruch erleiden, weil wir schüchtern sind. Aufgrund dieser Situation. Ja, aber ich möchte dieses Bündnis hier tatsächlich eingehen, weil es halt logisch ist, dass wir das haben. Diese Anspannung hier wird, oder dieser geistige Zusammenbruch, den wir ja gleich erleiden werden, denn ich werde das hier annehmen, das hat sicherlich andere Gründe. Und auf die gehen wir vielleicht dann gleich nochmal ein. Also, wir werden hier dieses Bündnis aushandeln. Und ja, jetzt lassen wir einfach mal die Zeit laufen. Jetzt gucken wir mal. Wir haben ja einen Erfolg freigeschaltet. Ja, das ist ja Vorteil hier, wenn man mal ohne Mods spielt. Mord, hier geht's nochmal um dieses Komplott. Stimmt ja, es ist ja noch nicht ganz gescheitert. Es ist nur aufgeflogen, wobei hier Erfolgswahrscheinlichkeit von nur noch 5%, aber die genaue Prozentzahl kennen wir natürlich nicht. Ich würde mir auch wünschen, dass es die Option gibt, diese ganzen Prozentsätze hier auszublenden und vielleicht zu ersetzen durch vage Begriffe, wie zum Beispiel
eher unwahrscheinlich, wahrscheinlich sowas in der Art, dass man nie genau so weiß, sollte man jetzt noch weitermachen oder nicht bei so einer Sache, ja. Ansonsten müssen wir uns das hier immer so ein bisschen vorstellen. Gut, da mein Komplott sich der Umsetzung nähert, ist eine rasche Verständigung entscheidend. Ich habe eine besonders schlaue Taube, die Tietmar nutzen könnte, um nötigenfalls eilige Botschaften an mich in Augsburg zu schicken. Doch wie soll ich den Vogel in die Residenz von Eichstätt bringen? Ein örtlicher Vogelzüchter könnte sie als Geschenk überreichen. Was wollen wir jetzt hier mit dieser Taube überhaupt? Wenn ich das Geschenk persönlich übersende, kann Herzog Ernst nicht ablehnen. Dann würden wir hier die Brieftaube erhalten. Es gibt halt höhere Chancen, aber wir wären involviert. Geheimhaltung, naja, die ist eh hinüber. Oder zu riskant. Nee, zu riskant ist es nicht. Wir werden uns hier persönlich an ihn wenden. Wir unternehmen hier natürlich keine Reise, aber mit einem persönlichen Brief, da gehen wir davon aus, dass er da reagieren wird. Das wird er wahrscheinlich schon so handhaben. Dann machen wir das einfach mal. Verlieren ja halt diese Geheimhaltung. Was mich jetzt noch ein bisschen wundert, dass es jetzt hier noch zu keinem geistigen Zusammenbruch kam. So, jetzt ist es aber soweit. Ah, jetzt haben wir hier erstmal dieses Bündnis und wir werden überwältigt von Anspannung. Ja, und warum ist das der Fall? Wir haben hier jetzt gar kein Ereignis. Ich glaube, das kommt erst, wenn eine gewisse Zeit rum ist. Ja, warum ist das der Fall? Also erst einmal, wir haben natürlich mitbekommen, dass wir hier eine Grafschaft abgeben müssen. Und selbst wenn wir jetzt wieder ganz gute Einnahmen haben, fast wie davor, passt uns das natürlich überhaupt nicht. Wir haben mitbekommen, dass unsere Frau zur Trinkerin wurde und dass sie da nicht mehr so fähig ist, das Reich zu kontrollieren. Und das ist eigentlich so die einzige Person, der wir so wirklich vertrauen. Und er war ja schon an der Grenze mit seinen Nerven und das hat es jetzt halt zum Überkochen gebracht. Ja, und ich glaube, müsste hier nicht stehen, wann es dann hier zu diesem Zusammenbruch kommen würde. Ja, Fruchtbarkeit hier übrigens -10% bei einer Anspannungsstufe. Aber das interessiert uns hier natürlich nicht wirklich mehr. Aber schaut mal hier, wir haben auch Truppen eingebüßt. Bogenkämpfer bekommen wir hier noch dazu. Was können wir eigentlich noch machen? Nur Kriege erklären wollen wir hier natürlich sowieso nicht. Das heißt, das deaktivieren wir mal. Und wie lange dauert das jetzt hier noch mit diesem Mordkomplott? Ging doch eben sogar hier hoch, ne? Weil die Geheimhaltung auf 0% runtergegangen ist. 4 Monate dauert das noch. Jetzt ist hier Robert der Zweite gestorben. Und da ist ein Bündnis sogar noch ausgelaufen mit Anjou. Okay. Na gut, wir lassen hier mal weiterlaufen. Ich habe auch wirklich ja kaum noch eine Hoffnung, dass wir noch gesunden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, was wir auch nochmal ändern können. Wir können ja jetzt hier diese Mehrentwicklung in Gemeinde abbrechen. Der Ratsverwalter kann sich hier wieder auf die Steuern konzentrieren. Steuern eintreiben, genau. Das haben wir ja nur gemacht, um den Bau hier zu beschleunigen. So, und kaum sag ich's, dass wir wahrscheinlich nicht mehr gesunden. So ist das Spiel hier manchmal. Eine zweite Chance. Ich wurde hager und hustete und blutete. Mir war, als würde ich zu einem Nichts dahinschwinden. Man sieht es ja auch, wie er abgemagert ist über die Jahre. So fühlte es sich zumindest an, als ich mich kaum aus dem Bett erheben konnte. Doch meine Gesundheit und meine Kraft kehren zurück, wenn auch langsam. Endlich bin ich bereit, mich der Welt und all ihren Herausforderungen zu stellen. Tatsache, er ist hier wieder gesund. Herzog Gundbert, der Schüchterne, wer hätte daran noch geglaubt, es wird Zeit, die Welt zu erobern. Scheinbar hat er jetzt ein richtiges Hochgefühl, ja. Und jetzt wieder, schaut mal, 3 von 4. Das hätten wir gar nicht abgeben müssen. Tja, aber dadurch hat er natürlich die Möglichkeit, hier potenziell eine weitere Grafschaft zu halten. Wer weiß, hier in Nordgau, das wäre doch was. Okay, also, er wieder hier in besserer Verfassung. Jetzt muss er aber hier mal ein bisschen futtern. Ich würde ja normalerweise ein Festmahl veranstalten, wo er wieder zu Kräften kommen kann, aber das würde er natürlich hier nicht wollen. Er ist ja immer noch sehr zurückhaltend. Wie geht's ihm jetzt hier? In Ordnung. Also wir sind unterernährt. Unsere Frau kümmert sich aber trotzdem hier immer noch sehr sorgsam um uns. Gut.
Wir brauchen aber hier vor allem mehr Gold. Oh, jetzt hier Einnahmen von 7,3 im Monat. Das ist also wirklich schon beachtlich. Wir wollen das hier auch noch finanzieren, diesen Anspruch. Das dauert hier 16 Monate. Ja, wir gesunden und unser Bischof, hier hat man es gesehen, ist erkrankt. Oh, der Typhus. Das ist dem Tode nah. Da bekommen wir 9. Mal sehen, ob das hier ein fähiger Mann ist. Wir haben ja kein sonderlich gutes Verhältnis zu ihm, zu unserem Bischof. Vorteilhaft für uns ist natürlich, dass er hier eingeschüchtert ist. Und apropos eingeschüchtert, dadurch, dass er hier wieder gesund ist, hat er natürlich auch höheren natürlichen Schrecken wieder, ne? Natürlicher Schrecken hier bei plus 15. Wir haben den unheilvollen Ruf, genau. Und die monatliche Änderung geht jetzt hier plus 0,5. Unter natürlichem Schrecken, ja. Das geht dann halt hoch hier bis 15. Und wir haben ja gesehen, dass das sehr wichtig ist, wenn hier Komplotte gegen einen geschmiedet werden, ja. Vasallen oder Personen, die einem hier nahestehen und eingeschüchtert sind, die machen bei sowas nicht mit. Und das wäre natürlich sehr gut. So, Bollwerke und Schutzmauern in Kempten wurden jetzt auch fertiggestellt. Bedeutet auch hier wieder noch bessere Einnahmen. Was haben wir jetzt hier noch bekommen? Mächtige Vasallen fordern Ratsposten. Und wir können unseren Rivalen jetzt tatsächlich nochmals Gold abknöpfen, das werden wir doch machen. Graf Albero von Burgau, unser Sohn, möchte hier erhört werden. Schauen wir doch mal rein. Ja, also der wäre natürlich hier eigentlich nur als Ratskanzler geeignet. Da haben wir hier aber Gutzlin von Siegnau und der ist höchst fähig. Der talentierteste Mann hier im Rat, wobei unser Ratsverwalter auch sehr gut ist. Nee, der soll sich hier mal damit begnügen. Normalerweise könnten wir ihm fast sogar hier Burgau wieder abknüpfen wollen. So wie unser Herzog in der Regel drauf ist. Gut, das heißt, das werden wir hier aber einfach mal ignorieren. Und dann werden wir uns doch hier unserem Rivalen widmen. Ja, also wir haben hier das starke Druckmittel und starke Druckmittel können immer wieder verwendet werden nach diesen 5 Jahren. Danke nochmal für diesen Hinweis aus den Kommentaren. Und dann werden wir doch hier nochmal eine Zahlungsforderung schicken. Und der wird da sicherlich annehmen, oder? Er kann, glaube ich, gar nicht ablehnen. Ja, Tatsache, 50 Gold, wieder abgeknöpft. Hervorragend. Den sollten wir wahrscheinlich gar nicht ermorden. Damit wir immer wieder diese Möglichkeit haben, ja. Hier werden wir einmal schließen. Und jetzt gibt es hier eine Einladung von Graf Poppo zur Jagd. Ja, sehr freundlich, aber daran sind wir natürlich nicht interessiert. Wir werden hier einmal ablehnen. Jetzt haben wir zumindest schon mal hier wieder Gold zusammen, um diesen Anspruch hier zu finanzieren. Das ist schon mal sehr gut. Wir könnten jetzt natürlich auch sagen, dass unsere Frau uns hier gar nicht mehr in der Verwaltung hilft, ne? Das könnten wir auch umstellen. Wir sind jetzt wieder eher gesundet, widmen uns jetzt wieder diesen verwalterischen Tätigkeiten. Und da kann sie uns hier eher im Allgemeinen helfen. Vielleicht im Bereich der Diplomatie, wo wir ja sehr schlecht sind. Da kann sie für uns das eine oder andere Gespräch führen, zu dem wir nicht bereit sind. Das finde ich eigentlich auch ganz logisch. Hier nochmal einen Blick hinein. Und ansonsten... Oh, Moment. Die Zeit ist gekommen. Ah, das Komplott. Meine Agenten sind in Stellung. Einer von ihnen wird den Meuchler am Abend der Tat auszahlen. Ein weiterer sorgt dafür, dass die Mauer unbewacht ist. Ein dritter hinterlässt eine unauffällige Spur von Kerzen, die in seinen Gemach führen. Alles ist vorbereitet. Ja, sehr unauffällig. Er weiß ja eigentlich schon Bescheid. Aber unwahrscheinlich bedeutet nicht unmöglich. Schauen wir. Wartet, ich bin noch nicht bereit. Wir sind bereit. Tut es! Und dann werden wir mal sehen, wie sich das Ganze hier auswirkt. Herzog Ernst ist unversehrt entkommen. Leider keine Überraschung. Hätte er sein können. Ich meine, wir haben ja auch nicht daran gedacht, dass wir hier... warum ist er jetzt hier so versteckt? Was ist hier los? Sind wir jetzt hier ein Verbrecher? Dadurch geworden, dass das aufgeflogen ist? Der Meuchler schaffte es ins Wohngebäude, nicht jedoch in die Gemächer von Ernst. Er wurde gefasst und gab unter Androhung seiner Hinrichtung meinen Namen preis. Der Meuchler war lediglich dazu gedacht, den wahren Meuchler abzuschrecken. Okay, also beendet das Komplott. Wir erhalten 12 Schrecken. Und ist geschehen. Herzog Ernst II. Ist jetzt erstmal auf der Hut. Ja, okay. Komplottwiderstand. Hat 100 Meinungen von uns verloren. Okay. Macht jetzt auch nichts aus.
12 Schrecken erhalten, ja. Okay, dann nochmals 12 Schrecken. Summiert sich das da? Jetzt gucken wir nochmal drauf. Und alle engen Verwandten und Ehepartner von Herzog Ernst verloren hier 20 Jahre lang 70 Meinung von uns. Und hier steht auch noch Verbrechen rechtmäßig einkerkern. Aber als Unterpunkt der Verwandten, soweit ich weiß. Also wir können jetzt hier nicht eingekerkert werden durch den König persönlich, oder? Eigentlich dürfte das nicht der Fall sein. Guck mal, also wir haben jetzt hier Schrecken dazu bekommen. Ja, aber nur bis 18 jetzt hier. Und jetzt geht es wieder runter bis 15. Okay. Und er hat seinen Umhang hier auch wieder verloren. Ich dachte schon, Gott, das wäre es gewesen. Wenn jetzt hier sich der bayerische König entschlossen hätte, uns einzukerkern oder so. Da hätten wir aber erbitterten Widerstand geleistet. Wir sind aber auch einer der mächtigsten Herzöge hier in Bayern, muss man dazu sagen. Ja. Gut, das möchte ich mal schließen. Das schafft hier nur mal ein bisschen Aufmerksamkeit, dadurch, dass das immer so ein bisschen aufblinkt. Okay, was ich nochmal sehen wollte, ist eigentlich, wie sieht das jetzt hier eigentlich im Rat des Königs aus? Wer ist denn hier Ratsmarschall geworden? Slatko. Hier aber ein Kriegsführungswert von 25. Da hat er sich aber einen fähigen Mann statt uns jetzt noch gesucht. Und Herzog Ernst ist tatsächlich der Ratsspitzel. Das gibt's doch nicht. Wie kann er ihn da beschäftigen? Und dann ist er auch noch so untalentiert. Er ist ja halt auch ein mächtiger Vasall in Bayern. Und er möchte sich hier die Unterstützung von ihm sichern. Aber Gräfin Euphemia war doch hier die Fraktionsanführerin. Wobei, gegen den vorherigen König. Jetzt gucken wir mal, wie das aktuell aussieht, ja. Gegen unseren Lehnsherren gibt es hier eine Freiheitsfraktion. Und ja, wir haben hier Herzogin Theodelinda von Österreich. Und wir haben Gräfin Euphemia. Also, die ist ja auch noch Mitglied. Und trotzdem hat er ihn hier im Rat mit drin. Wobei, vielleicht verstehen sich die beiden untereinander auch nicht so recht. Naja, gut. Also, das war mir auch neu. Herzog Ernst II., hier Ratsspitzel des Königs. So, können wir ihn jetzt vielleicht mittlerweile doch mal noch exkommunizieren lassen? Das wär's ja. Ich schau mal drauf, wo es mal ging. Das ist ja nur ganz knapp nicht. Wir können ja mal schauen. Nein, wir wollen ihn nicht verführen. Exkommunikation nur minus 20. Na gut. Da müssen wir uns ja auch nicht unbedingt so drauf versteifen. Wir werden einfach hier diesen militärischen Konflikt suchen. Unser Heer weiter aufstocken. Das wird, denke ich, ganz wichtig sein. Können wir eigentlich auch gleich mal machen, oder? Wenn wir hier zu unserem Militär schauen. Und dann werden wir das einfach hier alles auf Maximum bringen. Die Bogenschützen sind hier fast ganz oben. Das hier ist auch nicht allzu günstig, ne? Kostet hier 90. Aber das machen wir. Ich meine, wir könnten jetzt auch noch mehr Belagerungsgerät kaufen. Aber mir ist erstmal wichtig, oder dem Herzog, dass wir Schlachten gewinnen können im Zweifelsfall. Und wenn wir uns hier irgendwie verteidigen müssten, dann nützen uns hier halt diese Onaga recht wenig, ja? Und hier müssten wir ja auch maximal ein, zwei Burgen belagern. Das geht auch mal mit 10 Onagern. Das wäre nicht weiter wild. So. Aber wie sieht es ja eigentlich mit Bayern aus? Die kommen hier nicht so richtig voran, ne? Kann das sein? Ja, hier wird immer wieder gegenbelagert. So, Moment mal. Unser Ratsmitglied Gutzlin, eben habe ich ihn noch gelobt. Unser fähigstes Ratsmitglied ist jetzt hier gestorben im Schlaf. Das glaube ich nicht. Kann es sein, dass Herzog Ernst hier wieder seine Finger im Spiel hat? Er kam nicht direkt an uns heran, aber vielleicht an unsere fähigsten Männer im Rat. Und so versucht er uns hier zu schwächen. Starb im Schlaf. Da glaubt doch niemand dran. Zumal er ja hier auch noch ein wichtiger Ritter von uns war. Das ist ja auch noch so wichtig. Und jetzt brauchen wir hier Ersatz. Ah, oder steckt da unser Sohn dahinter, weil er diesen Posten haben wollte eventuell? Moment mal, jetzt gucken wir mal. Haben wir hier noch andere fähige Leute? Wiegnant von Oberbayern, der ist also auch sehr talentiert. Oder wir könnten halt hier dann, ja, wann kommt unser Sohn hier ganz unten? Ey, dann nehmen wir schon einen fähigen Mann. Wir sind uns auch, wir sind uns unserer Schwäche ja auch bewusst, was die Diplomatie angeht. Also da wollen wir einen fähigen Mann haben. Der könnte sich jetzt hier, aktuell kümmert er sich um heimische Angelegenheiten. Ja, die Sache hat sich ja auch so ein bisschen hier beruhigt, ne? Ich glaube nicht, dass wir groß Probleme mit unseren Vasallen aktuell haben.
Das heißt, er soll sich hier mal wieder um die fremden Angelegenheiten kümmern. Da können wir ihm hier diese Aufgabe geben. Und sollte es hier nochmal Probleme geben mit Fraktionen, also wir haben ja nicht mal ansatzweise, nicht nur eine schwache Fraktion, einfach keine Fraktion, dann könnte man das ja auch noch ändern. Zumal jetzt hier zwei Vasallen von uns ja auch hier die Söhne sind. Das ist halt der andere Vorteil, den wir aktuell noch haben. Ja. Okay. Einnahmen jetzt aber hier wieder bei plus 4,3 und eben war es noch bei plus 7. Warum ist das denn jetzt der Fall? Ah, ich weiß. Weil wir die Truppen hier ausheben. Deswegen. Ja, Bogenkämpfer sind gleich voll. 195 von 200. Dann haben wir da zumindest schon mal keine aktiven Ausgaben mehr. Und bei den anderen dauert es dann beim gepanzerten Fußvolk jetzt noch 3-4 Monate. Dann sind wir da komplett. Ja, um die Ritter müssen wir uns halt kümmern. Der Ratsmarschall ist angewiesen, da nach Verstärkung zu suchen und vorhandene Ritter zu verbessern. Aber das dauert natürlich. Wenn wir jetzt da gar keinen Erfolg haben, dann müssen wir vielleicht nochmal unseren Herold entsenden. Aber wir sind jetzt einfach mal zuversichtlich. Es scheint ja jetzt so ein bisschen zu klappen. Er hat ja immer noch jetzt so ein Hochgefühl. Deswegen hatte ich auch gehofft, dass dieses Mordkomplott hier gelingt. Auch wenn es nur 5% sind. Aber hat nicht sollen sein. Gestattete Strategie. Ich nehme an einer Strategiebesprechung mit König Arnulf und Herzog Hothen teil. Okay, er hat uns da sicherlich hier eingeladen. Im Zusammenhang denke ich immer noch, weil er versuchen wollte, dass wir doch hier der Ratsmarschall werden sollten. Und er hat hier, denke ich, einige Pläne. Ich weiß nicht, ob er hier was erläutern möchte bezüglich Böhmen oder Richtung Italien und Burgund. Wir werden sehen. In der wir unsere Pläne für den laufenden Krieg besprechen. Also hier der laufende Krieg, okay. König Arnulf hat entschieden, sich nicht einzumischen. Hothen und ich können agieren, wie wir es für richtig halten. Okay, vielleicht wollte er einfach die Meinung von uns wissen. Weil wirklich aktiv in diesem Krieg sind wir ja nicht verwickelt. Ein paar unserer Aufgebote kämpfen halt für den König. Gut, ich freue mich, dass ich freie Hand habe. Was passiert denn hier? Ihr habt verbessertes Plündern für 5 Jahre erhalten. Was gibt denn das hier? Belagerungsphasenzeit geht runter. Feindeslandzermürbung minus 25%. Versorgungsdauer, okay. Rittervorteil geht aber runter. Und Herzog Hothen hat hier verbesserte Verteidigung erhalten. Naja gut, ich meine, gar nicht so schlecht. Für 5 Jahre, wer weiß, ob wir das nicht hier sogar nutzen können. Okay, dann sind wir für heute erstmal am Ende angekommen. Es bleibt also, wie gesagt, sehr spannend hier mit der Situation um Nordgau. In Böhmen ging es hier nicht weiter und Italien und Burgund konnten so ein bisschen verschnaufen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.